Ja, servus und guten Morgen. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 27. März 2021 und wie immer zu Anfang, alles, was ich hier euch zeige und sage, ist nur meine Meinung und keine Finanz- und Handlungsempfehlung. So, ich will das auch so kurz wie möglich halten, denn wir sind hier an einem Entscheidungspunkt erneut, ja, wo es hingeht. Als erstes habe ich ja gestern im letzten Video hier das mögliche Descending Boarding Wedge bzw. diese ISKS, ich zeige es euch mal ganz kurz hier in Babyblau, aber hier, hier und hier ein mögliches ISKS mit diesem Ziel hier. Das haben wir perfekt erreicht, ja. Und gucken wir mal, was wir da gemacht haben. Ich habe den Trade auch mitgenommen, ja. Das waren knapp 6%. Glückwunsch an die, wo den mitgenommen haben, den Trade. Das ist eine geile Sache. Lasst unten in den Kommentarspalten mal da, ob ihr den mitgenommen habt und wie viel Profit ihr gemacht habt in Prozent oder in Betrag. Egal, ist eure Sache. Würde mich freuen. So. Ich clean das mal hier. Wir brauchen es ja nicht mehr. Der Trade ist im Prinzip abgeschlossen. Ja, weil so viele Linien verwirren euch vielleicht, ja. Wir gehen jetzt mal in den größeren Teil, wenn wir mal im 4-Stunden-Chart. Hier sehen wir, dass hier die mögliche Bullflag noch aktiv ist, die ich ja gestern auch angesprochen hatte, ja. Möglich wäre es, dass wir hier diesen Bereich da oben antatschen, die Oberkante des dieser Flag, ja. Aber es hat sich was Neues ergeben, ja. Zwei Sachen im Prinzip. Einmal in dem ganz großen Timeframe haben wir hier den roten Kanal hier, wo ihr seht. Ja, der ist im Moment genau an dem Punkt. Ja, wird es ein Retest? Ja, oder nicht? Das werden wir bald erfahren. Genauso mit dem möglichen Rising Wedge hier in Lila. Ja, das ist hier parallel, wie ihr seht, die rote in die lila Linie. Wir hängen gerade jetzt hier fest. Ja. Was könnte man jetzt hier machen? Also ich würde hier persönlich keine Short eröffnen. Ich zeige euch jetzt auch warum. Als erstes hier weil ich hier eine mögliche Bullflag sehe. Ja, das ist eher bullish, ja, zu sehen, das Ganze. Als zweites, also hier in Gelb, ja, als zweites haben wir hier, das mache ich jetzt auch raus, haben wir hier das Ascending Triangle invalidiert, ja, dadurch, dass wir wieder reingebrochen sind. Das heißt, ich werde es jetzt mal wegmachen, dass wir noch mehr sehen. So, wenn ihr euch fragt, warum ich das im Video mache, ich bin für Transparenz. Ihr sollt sehen, wenn ich irgendwas verändere. Ja, ich denke, das ist auch in eurem Interesse, dass ihr wisst, was ich da mache. Genau. So, ja, warum würde ich jetzt nicht short gehen? Wie gesagt, wegen der Bullflag und auch weil mir hier in Babyblau jetzt hier, ja, hier und hier ein größeres Descending Boarding Wedge hier wahrscheinlich formen, ja. Und da haben wir folgende Touchpunkte. Da haben wir hier einen Touchpunkt, wir haben hier einen Touchpunkt, haben ja hier noch einen Touchpunkt, hier einen Touchpunkt, hier einen Touchpunkt. Hier ein Touchpunkt und jetzt hier ein Touchpunkt. Das heißt, es ist im Moment, wir sind mal kurz davor, wahrscheinlich nach oben auszubrechen. Sollten wir das tun, ist der rote Kanal, das Rising Wedge, für mich erstmal Geschichte. Dann werde ich das auch rausnehmen, denn brechen wir hier drüber, ja, dann ist die Möglichkeit groß, dass wir hier den Anfang des Descending Boarding Wedge hier sehen. Das wäre hier etwa, ja, bei 59.300. Das heißt, der würde das dann hier mindestens anfahren, ja. Und wenn er das macht, ja, wenn er das macht, dann würde er auch gleichzeitig hier diesen Kanal hier, diesen gelben Kanal nach oben verlassen, ja. Und da hätten wir dann das nächste Ziel von 65.600 in etwa, ja.
Und warum sehe ich das Ganze immer noch bullischer im Moment? Ja, dazu gehen wir in die zu den MAs. Erst einmal im 4-Stunden-Chart haben wir die 200 wieder, die 200er, die 9er, die 25er und die 21er MA nach oben durchbrochen. Ja, das ist erstmal ein sehr kräftiger Schub von den Bullen. Und ja, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, er hat es im Prinzip geschafft, wieder drüber geschafft im 4-Stunden-Timeframe. Im Daily ist es so, da ist es, da ist es, wie gesagt, habe ich vor zwei, drei Videos gesagt, ist die Möglichkeit groß, dass er hier von der MA50 abprallt. Das hat er jetzt hier gemacht, hat einen schönen grünen Dildo jetzt nach oben gemacht, ist dadurch über die MA 25 und über die MA9. Ja, darauf kann man aufbauen jetzt. Die Möglichkeit wäre, weil er hier auch das 0618er Fibonacci jetzt angetouched hat, das heißt die Korrektur, dass es jetzt hier weiter nach oben gehen kann. So, im Moment ist gleich Ausbruch. Ja, also, Entschuldigung. Retradet man das? Man kann eine kleine Pose direkt reingehen oder hier den Retest abwarten. Ja, das heißt, sollte ich jetzt das Video nicht rechtzeitig hochkriegen, muss man halt auf den Retest abwarten. Ja, wie gesagt, Ziel dieser Burning Wedge im ersten Anlauf wäre, ich suche euch gerade mal das Preislabel, wäre genau die 59.400. Das wäre so das erste Anlaufziel, wenn er hier durchbricht. Ja, das zweite Ziel wäre natürlich dann, wenn er hier gleichzeitig den Kanal hier, wenn er überwindet hier den die Bullflag, dann würde er ja hier drüber gehen und nach oben, dann wäre Ziel 65.600 als zweiter Schritt. Ja, das ist so meine bullische Variante. Ja, also im Moment sieht es halt wirklich jetzt bullischer aus, das Ganze. Gehen wir ganz kurz zu den Pivots. Das sieht man hier, das Weekly CPR bzw. die Pivots, ja, da ist er am Anfang der Woche, ist er auf das Weekly S1, auf den Support, da ist er zurück auf das Weekly CPR, dann ist er durchgebrochen, hat fast das Weekly S2 erreicht, dann ist er wieder hoch hier mit der möglichen ISKS, die wo wir ja getradet hatten, hat hier Probleme beim Weekly S1 gehabt, ja, ist aber jetzt drüber und wieder auf dem Weg zum Weekly CPR, ja. Und was könnte sich hier zum Beispiel auch noch entwickeln? Ja, aber das ist noch wirklich zu früh, das zu sagen. Hier könnte sich eine neue ISKS bilden, ja. Wie gesagt, ist noch sehr früh. Aber hier sieht man das vielleicht ein bisschen klarer, das Ganze. Und wie gesagt, ich bin jetzt im 60-40 bullish. Ja, gut, nichtsdestotrotz will ich euch noch die bearische Variante zeigen, denn er kann jetzt hier auch abdrehen. Das Ganze, wie gesagt, ich halte es jetzt im Moment Short Term für etwas unwahrscheinlicher. Aber trotzdem will ich euch die Möglichkeit aufzeigen. Sollte er hier drehen, hier, also das als Retest ansehen, dann ist für mich die nächste Short-Position, weil die, wo hier Short gegangen sind, hier. Ja, die hatten schon ein super Gain mitgenommen, nach meiner Prediction. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz aus dem Symmetrical-Triangle. Das war ein Gain etwa von über 11%. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich den Stop-Loss gezogen haben. Das heißt, wir wären jetzt in keinem Trade mehr drin. Und ja, die nächste Short-Möglichkeit bei Bitcoin wäre meiner Meinung nach, wenn er diese Flag, ja, wenn er die bricht nach unten hin. Ja. Das heißt, sollte er die Flecken nach unten durchbrechen, haben wir unsere alten Ziele immer noch hier, wie ihr sie hier seht. Ja. Und genau, wie gesagt, die Chance steht aber bei meiner Meinung nach bei 40% maximal. So, das war's von Bitcoin. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterbringe und euch zeige, wie ich das Ganze sehe. Falls euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da,
abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, ja. Des Weiteren schreibt einen Kommentar unten rein, das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, ja. Wenn es nur ein Smiley ist, sagt mir, wie viel Gewinn ihr schon gemacht habt, ja, würde mich drüber freuen, weil ich denke, die Trades, wo ich hier, oder die Prediction, wo ich hier zeige, sind ja im Moment sehr, sehr gut, ja. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt, den Kanal aufzubauen, weiter auszubauen, ja. Des Weiteren könnt ihr euch über Bybit im Femix anmelden, einfach draufklicken. Bei Bybit gibt es bis zu $200 Bonus. Die bekommt ihr innerhalb von 48 Stunden. Je nach Einzahlung. Die Staffelung ist 0,05, 0,1, 0,2 Bitcoin. Ja. Wenn ihr dies einzahlt, ihr bekommt den Bonus, könnt ihr mit den $200 traden, so wie ihr wollt. Ja. Und das andere, was ihr eingezahlt habt, müsst ihr ja nicht vertraden. Ja. Das gleiche auch bei Femix. So, des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr den kostenlosen Telegram-Kanal besucht. Einfach draufklicken und dann seid ihr auch schon an der richtigen Stelle. Kommen wir ganz kurz zu ETH. Hier, das habe ich ja in großem Timeframe gesagt, dass wir hier ein mögliches Smectual-Triangle bilden. Er ist da unten schön abgebounced. Ja, ich sagte, man kann ab der pinken Linie, könnte man jetzt long gehen. Ja, die wo long gegangen sind, wären jetzt etwa ja 3% im Plus, ja, also die wo direkt eingestiegen sind. Ich habe jetzt hier noch ein Descending Burning Wedge hier eingezeichnet, das war gestern noch nicht da, ja, also ich habe es gestern noch nicht eingezeichnet gehabt, ja, aber es ist jetzt drin. Das heißt, meiner Meinung nach sehen wir auf jeden Fall mindestens die 1872 in etwa, meiner Meinung nach, ja. Hier könnte noch ein Retest erfolgen, also die, wo jetzt drin sind, das wäre normal, dann würde sich hier vielleicht auch eine ISKS noch gleichzeitig bilden, ja, muss man halt sehen. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt hier auch höhere Preise, das sind jetzt über der pinken Linie, die sehr signifikant ist in meinem Chart und im ganz großen Timeframe hier, im ganz großen Bild, wie gesagt, das Symmetrical Triangle. Mein Ziel ist ja jetzt oben die Oberkante des Smectual Triangle. Ja, soll man das durchstoßen? Also später werde ich auf jeden Fall Profite nehmen. Ja, hier oben in dem Bereich. Und sollte man hier über das Smectual Triangle drüber gehen, hier, also das rote, da werde ich meine Position weiter vergrößern. Denn dann haben wir ein Ziel von 2587 als 100% Ziel. Sollten wir wieder hier nach unten, ja, haben wir ein unteres Ziel von etwa $920. Also erster Schritt 1440 und zweiter Schritt $920. Genau. So, könnt ihr jetzt noch hier nochmal einsteigen. Wie gesagt, sollte ihr hier einen erfolgreichen V-Test machen auf der pinken Linie, wäre hier noch eine Long-Möglichkeit drin. Ja. Sonst wäre die nächste Long-Möglichkeit hier die grüne Linie. Sollte man die drüben überwinden hier mit einem erfolgreichen V-Test oder direkt erschicken, je nachdem, wie ihr euer Risiko, wie hoch euer Risiko ist, wäre bei 1754,65 dann. So, kommen wir jetzt zu Cardano. So, was ist da passiert? Ja, ich sagte ja gestern, da haben wir auch im großen Ding erstmal im großen Bild ein mögliches Ascending Triangle. Ja, ich sagte ja, obwohl das Volumen jetzt so hundertprozentig stimmt, werde ich das weiter beobachten. Ja, und im Moment sieht es sehr gut aus. Bildet hier wahrscheinlich eine Bull Flag hier jetzt im größeren Timeframe. Schön zu sehen. Ich sagte ja gestern, hier hat babyblaue Linie. Wenn drüber geht, ist eine Einstiegsmöglichkeit, dann wäre das erste Take Profit, wäre bei mir der blaue Balken. Was ist passiert? Da kam der fette grüne Dildo. Ja, das wäre ein Gain von über 11% gewesen. Glückwunsch an die, wo das mitgenommen haben. Ich habe schon auch private Nachrichten bekommen, dass beziehungsweise auch ein Telegram-Kanal wurde gepostet, dass mitgegangen wurde. Glückwunsch an die, wo das gemacht haben. Das waren etwa 11,5%
ungehebelt. Richtig geile Sache. Also so geht auch Geld verdienen, ja. Beziehungsweise Coins. Ja. Gut, was wäre hier die nächste Einstiegsmöglichkeit? Meiner Meinung nach, ja. Nächste Einstiegsmöglichkeit wäre, wenn er hier jetzt nochmal einen V-Test nach unten machen würde, auf diese babyblaue Linie. Warte mal, wo haben wir hier das Label? Entschuldigung, dass man es nicht sieht. Jetzt sieht man es. Babyblaue Linie bei 1,147. Sollte hier neben runterkommen. Diese Linie ist sehr signifikant in meinem Chart. Sollte er hier nicht mehr runterkommen, dann würde ich hier warten, so mache ich es. Ja, da ich habe hier nicht komplett meine Position geschlossen, sondern nur einen größeren Teil rausgenommen. Sollte er jetzt hier drüber gehen, würde ich hier meine Long auf jeden Fall vergrößern bis da oben hin. Ja, und da würde ich hier auch nochmal Take Profit nehmen. Und wenn er da drüber geht, weil es besteht ja die Möglichkeit, dass er in dem Ascending Triangle hier, ja, dass er hier jetzt hochgeht, ja, und wieder runter geht und hier wieder und sowas hier macht, ja. Deswegen nehme ich halt immer auch Profite, ja, und würde dann immer wieder neu einsteigen bei meinen signifikanten Leveln auch. Ja, das ist also richtig geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So, das war's auch eigentlich schon, ja. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, lasst Daumen, Likes da, ja. Wie viele Gewinne habt ihr gemacht, ja? Bringt euch meine Prediction was, ja? Also, meiner Meinung nach müsste es eigentlich so sein. Wir sind ja sehr profitabel, muss man dazu sagen, ja. Und natürlich gab es mal zwischendrin so ein, zwei Trades, wo ins Minus gelaufen sind, ja. Aber ich habe das immer transparent auch gezeigt. Aber wir sind ja überall, also. Wie gesagt, ihr könnt ja die ganzen Videos zurück angucken. Also über ja, 4,95% war es immer mindestens 0 auf 0 oder ein Plus auf jeden Fall. Ja, also ihr müsstet wirklich viele Gewinne gemacht haben. Ja, deswegen lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, empfiehlt es Freunden, Bekannten, Familie, wo ihr denkt, die könnte es interessieren. Ja, dass der Kanal hochgepusht wird. Ja, ich denke, der Kanal hat es auch irgendwie verdient, ja. Und genau. Gut. Ja, es ist ganz früh, Samstagmorgen, ja, weil ich habe jetzt den ganzen Tag, das habe ich ja gestern gesagt, wahrscheinlich keine Zeit. Und jetzt würde es sogar auch passen, weil mir hier, ach, bei Bitcoin kurz vor einem möglichen Breakout nach oben stehen, ja. Gut, das war's schon. Ich wünsche euch was und schönen Samstag und wir hören es hoffentlich morgen. Euer Krypto Dennis von der Bullversus Bears Academy. Tschüss!